Alola, liebe Pokémon-Freunde und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Mond mit der Story. Ja, endlich geht's weiter mit Part Nummer 56. Und ich glaube, der letzte Story-Part war irgendwas mit 40. Also wir hatten da eine ziemlich kleine Durchstrecke von der Hauptgeschichte her. Aber endlich geht's weiter, beziehungsweise gucken wir es erstmal noch hier ein bisschen im Hafen um. Und dann geht's weiter zum Malihe Ziergarten. Erstmal gucken, was wir noch hier Schönes haben. Ich will nichts verfassen hier. Ach, Bambusse. Ach, wie cool. Was steht hier Schönes? Malihe City. Ein Beispiel für ein Östiger vom Vollendetheit. Ist das ein richtiges Wort? Keine Ahnung. Sieht aber wunderschön aus. Da ein bisschen pixelig, aber wunderschöne Pixel. Noch schöne Musik. Gut, aber der Haufen an sich ist hier noch irgendein Item. Corazon. Hallöchen. Koch. Ach, sieht das cool aus. Können wir noch ein bisschen quatschen mit den ganzen Reisenden. Wen haben wir denn alles? Ah, da haben wir gleich schon einen kleinen Verkäufer. Alola. Das ist der Pier von Ula Ula. Genau, der vierten Insel. Also ich sehe jetzt mal, dass... Wie ist das von der Acer Foundation, die Acer Insel oder sowas? Acer Foundation Insel, keine Ahnung. Das Acer Paradise oder so, keine Ahnung. Zähle ich mal als dritte Insel, setzen wir auf der vierten von fünf. Also wir sind schon relativ gut dabei. Oder? Was sagt ihr? Auf Ula Ula ragen zwei Berge gen Himmel. Der Hokulani-Berg und der Mount Lanakila. Auf den Lanakila scheint es sogar im schneit es sogar im Sommer. Und du, alter Mann? Willkommen in der Malihe City. Das wollte ich schon immer mal sagen. Kommen sonst keine Reisenden? Bin ich die Erste? Oh mein Gott. Und eine sexy Lady. Hallöchen. Kapuzzi. Hi. Aber erstmal die Dame. Die andere Dame. Herrscher-Pokémon sind echt furchteinflößend. Hat man eins getroffen, erschreckt einen nichts mehr. Ich habe schon einige getroffen. Mich hat nichts beum. Hallöchen. Die Inseln der Aluda-Region liegen alle ziemlich weit auseinander. Für Reisende empfiehlt sich daher eine Fähre. Da müssen sie deine Pokémon nicht übernehmen. Ach, Glurak macht das schon. Hi. Quap. Und das war's schon. Da ist relativ wenig los. Hallo? Kann ich zurück? Ach, hoi Matrose, willkommen am Pier von Ula Ula. Wohin möchtest du? Kanta City, Acer Paradies? Ich bleib mal hier. Ja, Kanta City war ja von der letzten Insel von... Keine Ahnung, wie die Insel nochmal hieß. Auch die mit einem Doppelnamen, oder? Was weiß ich nicht. Dafür jetzt sind wir auf der vierten und das nächste ist dann Pony. Den haben wir gut gemerkt. Das ist auch ein ziemlich komischer Name für eine Insel, Pony. Naja, aber erstmal hier im wunderschönen fernen Osten, wo es auch eine Sushi-Bar gibt, habe ich gehört. Kann ich hier ein bisschen vorbeisneaken, ich will noch ein bisschen erkunden. Nein, Lily hat mich detected. Hallo Taco, schön dich zu sehen. Und das Schöne, dieses leicht nicht übersehende Zigarre-Teil zu sehen, das ist ziemlich... unübersehbar. Hallo Taco, schön dich zu sehen. Hi Lilly. Aber solltest du dich nicht eigentlich im Malihe Ziergarten mit der Pfeffpresse Kukui treffen? Ich will aber vorbei. Ach man. Okay, dann geht's weiter mit der Story. Erstmal mit dir quatschen. Erstmal ein bisschen flirten. Ich habe gehört, in Malia sollte man auf keinen Fall sich den Ziergarten gehen lassen. Okay, dann rein hier. Der sagenumwobene Malihe Ziergarten. Boah, sieht der cool aus. Und das Tali. Im Malihe Ziergarten soll es ein Tier ausgeben. Wahnsinn, oder? Na gut, ich schlage vor, wir teilen uns auf. Ich suche bei der Brücke nach dem Professor. Und du suchst den Rest der Umgebung ab. Okay. Wie es da aussieht.
Da lacht er noch. Der lacht echt über jeden Scheiß. Was steht da alles rum? Was ist der Statuen? Vulcano? Hier kann der Glurak für Pokémobil gerufen werden. Ist das ein Glurak? Ne, Glurak ist auf dem Schild drauf, oder? Ne? Das ist ein Vulcano, oder? Eine Vulcano-Statue. Ach, was ist nicht. Ohne Karte. Eine Karte des Malia-Tiergartens. Ihm scheint ein Motiv zugrunde zu liegen. Mal gucken. Ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber... Na, gucken wir mal. Alles klar? Ja, Wahnsinn! Also gut, dann suchen wir bei der Brücke. Ach, da muss ich da lang gehen, okay. Das Gras. Das ist kein Gras. Das ist sicher. Aber... Ihr habt Bock auf neue Pokémon, also... Ab ins nicht gemähte Gras. Ich wollte gerade sagen, immer wenn man eins braucht, kommt keins, aber es kommt doch eins. Ein Enton. Oh, wie cool. Das sieht ja mega cool aus, dieser Turm. Hammer, Wolke 7. Level 26, hui. Muss echt ein bisschen trainieren, meine kleinen Taschenmonster. Denn die wilden über Level mich schon. Ja gut, bis zu meinen entwickelten Flying Reaper dauert es noch ein großes Weilchen. Aber der andere könnte auch mal ein bisschen nachziehen. Noch ein Enton. Das ist ein bisschen Schuss. Hau mal lieber ab. Das dauert mir zu lange. Super. Zwei sind mir nämlich einer zu viel. Gott, sind die stark. Oder ich bin so schwach, das könnte auch sein. Ich habe ja auch im letzten Kampf gegen Tali verloren, das war mega, mega peinlich. Naja. Und kleiner Trainer. Na, willst du kämpfen? Na? Na? Kuckuck! Voll erschreckt. Heute ist Tag der Pokémon. Es ist jeden Tag Tag für Pokémon. Was laberst du? Was labert die kleine Knirpse, ne, Vorschülerin Sally? Gott, die lange Arme, Wahnsinn. Pi! Ha! Oh Gott, so süß. Und jetzt der Tod aus der Luft. Auch 26. Oh Gott, ich muss echt ein bisschen nachziehen. Aber gewaltig. Und verwirrt. Das ist super. Komm schon. Den kriegen wir schon down. Das ist nur ein winzig kleines rosa Feen-Dings. Den zerpflücken wir. Komm schon. Right in your face. Komm schon. Nein. Nein. Ich habe doch irgendeinen Bären, den alles heile ist. Mal gucken, ob ich irgendwas habe. Aufwärts habe ich jetzt nicht dabei. Aber maximales Salz hält sogar auch gegen alles, oder? Jo, alles schadet das Problem, das passt perfekt. Schlaufe ist ein großes Problem. Nicht gefrieren, nicht verbrennen, nein. Der böse Schlaf. Oh Gott, komm schon. Den kriegen wir doch down. Bams. Und tschüss. Und das reicht für ein Level up. Auch nicht. Ach man. Ach, ist schon in Ordnung. Ich verkrafte das. Ich habe noch mein Pi. Außer es stirbt. Gut, tut es leider nichts, es wird nur besiegt. Das ist ja sonst ein bisschen zu brutal für ein Spiel für 6-Jährige.
es einfach dann als Leiche dann verenden würde. Was ja ganz praktisch wäre, denn ich habe ja einen kleinen Flying Reaper, einen kleinen späteren Weißkopfseeadler, oder? Heißt das so? Die Adler, die... Die Aasgeier heißen die, genau, die die Leichen und Kadaver zerpflücken und fressen. Das wäre schon ein kleines Schnäpperchen. Brauche ich ein bisschen lang. Das ist so eine riesige Map. Ich gehe mal darüber. Mal gucken, was da noch alles rumläuft. Vielleicht wieder ein paar Antons. Oder was Cooles. Wow! Was bist du denn? Wahrscheinlich die Entwicklung von Araku. Aranestro. Boah, das sieht ja mega krass aus. Hat Angst, dass der kaum schief gehen könnte. Das könnte echt. Gott, wie das aussieht. Das sieht ja mega krass aus. Wie schon gesagt, die Vorentwicklung, also Araku, sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Metroid. Aber das sieht ja. Oh! Das sieht schon richtig krass aus. Scheint die Entwicklung davon. Aranestro. Eine Wasserspinne. Ich muss ein bisschen aufpassen. Spinnen sind ziemlich gefährlich. Habe ich gehört. Der ist ziemlich widerspenstig und Blubstrahl, okay. Wasser und Spinne. Lass ihn alleine. Super, er kann die Freunde. Und ich habe noch ein HP übrig. Und drei tote Pokémon, das ist Hammer. Check, es ist super, wenn es gerade im Wasser geht. Dann holen wir nicht raus. Hannibal. Sieht schon ein bisschen besser aus. Was? Können die ausgetauscht werden? Also muss er sterben. Er muss sterben. Ich sag's dir, diese heimtückischen Spinnen. Bis man einmal im Netz kämpfen sie, bis man tot umfällt. Oder sie. Nein, bis ich tot umfalle. Und tot. Ey, besiegt natürlich, nicht tot. Tot gibt's ja nicht. Komme ich schon zurück in den Pokémon Center? Ne, ich flieh mal. Kann ich abbrechen? Ne. Okay, check es, geh mal raus. Ach, das läuft ja richtig gut. Und er ruft wieder um Hilfe. Aranestro, echt ein cooler Name. Und noch einer. Hilfe! Super. Dann flieg mal flugs zu irgendeinen random Pokémon. Sind sie denn da? Bin noch bei gar keinen. Oder da war er noch. Ah, da war schon einer, okay. Dann fliege ich mal dahin. Sobald ich mir 3 Meter Feldweg. War ich da schon drin eigentlich? Ich überlege gerade, ich komme jetzt an die Insel an. Gekatscht habe ich mit noch gar keinem, soweit ich weiß. Muss ich mal gucken. Ich gucke mal, ne? Könnte sein, eventuell. Haben wir den schon gekatscht? Was einem Pokémon wohl durch den Kopf geht, wenn es sich entwickelt, ob er sich auch so freut. Hurra, ich habe mich entwickelt. Ne, das ist mir ganz neu. Gut, da waren wir auch noch gar nicht. Kannst auch eine neue Quest geben. Hast du eine Quest? Ich werde nicht mehr. Ich habe über den Wundertausch ein Mythi bekommen. Freu dich doch, ein Keks. Hallo? Okay, sie genießt das nicht so, das ist auch ganz schön. Dann chill doch die Base. Was hast du für ein Problem? Ulo, ist ganz schön groß. Deshalb ist nicht nur Pokémobil sehr beliebt, sondern auch der Bus wird viel genutzt. Das juckt mich nicht. Aufladen erstmal. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Jo, mach mal. Maximal fresh für die Insel.
Ich weiß nicht, ob es hier bei Ulla Ulla eine oder vielleicht auch zwei Prüfungen gibt. Vielleicht auch zwei, weil es hier zwei so komische Berge gibt, wie die Omi gesagt hat. Das könnte auch sein. Aber erstmal tauschen wir mal ein bisschen durch. Am besten... jetzt mache ich am besten so. Denn ich weiß nicht ganz genau, wer sich als nächstes entwickelt. Entweder Checkers oder Vogel. Ich denke eher Checkers, oder? Pampoli zu Pampros. War ich hier schon? Auto? Hallo Auto. Na, da ist nichts. Okay, dann. Rein in den ziervollen Ziergarten. Wenn ich kann auch hier rechts gehen, da ist eh so ein eine Stelle, wo ich nicht weiter. Doch, da komme ich schon weiter. Okay, da geht's auch lang. Okay. Guck erstmal das hier unten ein bisschen. Gut, da ist gar nichts. Außer das ist irgendwas, was sie. Ne, Bissberg ist nicht rufbar. Ja, auch nicht, ne. Ach ja, weil es hier nur dieses Dings gibt, das. Hier kann der Glurak fliegen. Da steht er sinnvoll rum. Gut, dann gucken wir hier mal in den Zipfel rein. Ist da was? Ne. Ein Item. Oh, immer so kurz vom Ziel. Mann! Lillemini, die haben wir schon. Könnte Pampros ganz gut sein, oder? Dann zumindest ein Doppelkick. Ein bisschen zum Trainieren. Right. In your face. Naja, effektiv. Synthese. Es lädt sich auf. Naja, das ist mir zu blöd. Das ist ein bisschen zu doof. Das würde zu lange dauern. Wir wollen ein bisschen was sehen hier. Von diesem wunderschönen Garten. Luxusball. Wie luxuriös. Und jetzt bekommen wir ein Quapupsel. Ein Quapsel. Das kleine Pups ist ein Quapupsel. Das ist alles effektiv. Ich trete mal zu. Dachte mir schon, Boden und Wasser. Aber ich bin zäh wie Pferdeleder, also. Gleichen wir das wieder aus. YOLO. Ich bin ja zäh wie Lieder. Und gib ihm. Bams. Und kaputt. Und tschüss. Gut, wie traurig geguckt. Aber mir egal. Er ist tot und ich bin glücklich. Was will ich mir? Erstmal mein. Vorsicht. Erstmal mein Dings aufladen. Das Dings vom Dach namens Check ist. Aber ist die Menüs lang? Das dauert so ultra lang. Das ist echt nervig. Wo haben wir denn irgendein Sparudel? Nehmen wir das mal. Ah, recht nicht ganz, aber. Zumindest fast. Fast niegelnagelneu. Neu und gebraucht. So, das ist auch nichts, ne? Da ist nichts mehr schnuppern. Dann nochmal hier. Kürzester Weg. Fast drüber gekommen. Aber nur fast. Ach, ein Arenestro, okay. Wo steht auch gerade super da mit meinen wasserschönen Pferdchen. Flucht. Jawohl. Macht das Sinn, dass relativ viel Wasser. Wir müssen ein bisschen mehr Sinn machen. Ach, wie ich immer die Menüs verwechsel. 56% verwechsel immer noch die ganzen Menüs. Wenn ich euch mal durchtausche, Vogel braucht auch ein bisschen Erfahrung. Dann wäre das mehr Erfahrung eigentlich. Jetzt bitter nötig.
Kann ich hier eigentlich schwimmen oder was? Mit Lapras? Ne. Bauwap. Eine Trainerin. Hi. Oder auch nicht. Was wird das Geheimnis des Teichs, die im Ziergarten ist? I don't know. Soll ich hier vorbeischlängeln? Ah, kann ich angeln? Na, gucken wir mal. Was finden wir Schönes? Eins weiß ich. Kein Barsch war. Das gibt's hier nicht. Goldini, Goldini. Aber ich bin hier. Wie wunderschön das Hintergrund ist. Und Level 14. Ach süß. Den vernichten wir. Mit Pflücker. Und nicht gerade so viele Erfahrungspunkte, aber ich will zumindest ein kleines Belohnungsgefühl. Ich bin der Beste. Okay, hier steht er wahrscheinlich immer noch. Er hier rum. Okay, alles klar. Das ist ein kleiner Pups. Hallo. Das Wasser ist wunderschön, nicht wahr? Hat sie Pokémon bei den Felsen Wasser verstecken? Jupp, zumindest ein Goldini. Was ist da los? Wieso kommen wir nicht vorbei? Ist es gewollt? Oder hat der Typ so eine fette Hitbox? Was ist los mit dir? Na klar, jetzt bin ich da auch rüber. Da chillt noch Tali rum. Wir haben noch den Professor, der sucht auf dem alten Platz, oder? Bist du noch da? Jo, er chillt die Base. So, das sieht auch mal ein bisschen verdächtig aus, diese komischen Steine hier. Gut, ich denke mal, hier ist schon Stich zum Schacht, aber ich gucke mal ein bisschen weiter um, bei Sneaken. Diese komischen Geräusche. Ha, Trainer? Angelstelle? Und keine Perle. Also die ganzen Perle habe ich hier auch noch dazu zum Verkaufen. Stimmt ja. Stimmt ja. Okay, echt ein verdammt interessantes Gebiet hier. Erstmal ein Ball. Ein Wutkeks. Ist das denn ein Wutkeks? Seid der Trainer? Ne, zum Glück nicht. Dieser Ziergarten wurde von Leuten angelegt, die einst aus der Jod-Region herkommen. Ach cool. Ach so, deswegen sieht alles hier so wahnsinnig exotisch aus. Und das ist es. Ist auch die Kurz, also wäre Dings gewesen. Da das Hemd ein bisschen erstmal Hallöchen Kukui. Aber weiß der Kukui. Das sah so ein bisschen so aus wie. Ah, wie heißt er nochmal? Ah, genau, Doflamingo von One Piece. Da ist ein Hemd jetzt ein bisschen aussah wie so eine fette. Wie so ein Boa-Schal. Nur in weiß, nicht in rosa. Gott, diese Vergleich immer. Naja. Aber wer ist der Kukui? Ich bin wieder da. Oh, hallo. Hat ja gar nicht lange gedauert. Wir haben nur knapp 10 Parts. Und 2-3 Monate. Sorry nochmal. Aber es geht weiter. Oh, hallo. Ihr schreit hier das ganze Gesicht. Ist irgendwas Tolles passiert? Es war der Wahnsinn! Hey Professor, du wirst es nicht glauben. Eine Ultra-Pforte hat sich geöffnet. Und dort war tatsächlich eine Ultra-Bestie. Das musst du Professor Burnett erzählen. Diese Augen. Wow. Durch die Ultra-Pforte ist also eine Ultra-Bestie gekommen. Fantastisch! Na, das ist jetzt umso wichtiger, dass ich durch die Inselwanderschaft stärker werdet. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ihr euch eine Ultra-Pforte gehen könnt. Also gut, die nächste Prüfung findet auf dem Gipfel des Hukulane-Berges statt. Ah, doch, den wir schon. Ist das vielleicht der Berg hinter dir? Doch, kommt man mit dem Bus hin. Geht einfach zur Bushaltestelle auf Route 10. Wir fahren mit dem Bus. Awesome! Professor, geh schon mal vor. Jetzt wartet noch einmal das Hadaladen auf mich. Ich kann meine Inselwanderschaft gerne ein bisschen entspannter an. Hehe. Immer ein bisschen Fastfood snacken.
Alles klar. Okay, Taku. Ich warte an der Bushaltestelle auf dich. Ich muss erst noch ein bisschen trainieren. Otaku, weißt du was? Ich weiß. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich weiß es trotzdem. Auf dem Hokulani-Berg gibt es eine Sternwarte. Oh. Ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was eine Sternwarte eigentlich ist. Da kannst du Sterne angucken. Einiges wird bald herausfinden. Bis später. Erstmal stehen bleiben. Dann winken, umdrehen und tschüss. Das macht Sinn. Komisch. Wie sieht es aus wie eine Jutterin? Dabei liegt Malia doch in Akala, Dingsbums. Was hast du gesagt? Egal. Sieht man ja auch noch mit diese. Ah, sieht man es auch. Wunderschön, okay. Welches Muster sollte das sein? Irgendein Pokémon? Da ist ein komisches Bergdings und da muss ich wahrscheinlich rein. Ja, da wird der Hokulani-Berg sein, oder? Ich denke mal schon, jetzt kann ich vielleicht ein bisschen weiter hier rüber forschen. Ich muss erstmal dahin. Da muss halt die Stelle und dann fahren wir wahrscheinlich irgendwo hin. Oh, Moment. Okay, da könnte ein Berg sein und da auch. Okay, das ist irgendein Rastplatz. Hokulani-Berg. Berg, da ist ein Kap. Oh Gott, das wird eine riesige Insel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du liebe Güte. Erstmal ein Eis. Hallo? Kann ich mit dir quatschen? Bist du ein Pop-Aufsteller? Ich denke, das ist Poppe. Hallo? Ich will ein Eis. Ist das nur so eine Eis? So ein Eisladen? Das ist auch ganz cool. Was haben wir hier? Vorsichtig. Im letzten Zentimeter gibt es wieder ein Pokémon. Schau, was denn sonst? Ein Digimon? Ne, ein Lil Minip. Das hatten wir auch. Aber das könnte ja ganz gut reichen. Um Vogel endlich. Oh, sehr effektiv. Na dann. Nitro. Ladung. Brenn. Und er überlebt es einfach. Mit dem Flammenwerfer um der winzig kleine Pflanze gehen. Und er überlebt. Dann nochmal. Burn. Lil Mip. Burn. Und tschüss. Reicht das? Jawohl. 28 Levels later. Oh! Geil! Na nur, Vogel entwickelt sich. Hätte ich es nicht gedacht mit 28, aber okay. Show me your final form. Vogel, du bist ein Tukanon. Ein Pelikan. Okay. Warum nicht? Sieht ja mega cool aus. Pelikan gibt es schon als Fingul. Pelipper, genau, als Pelipper. Ne, Moment, das ist was ganz anderes. Das ist anderes. Das ist ein anderes Tier. Ach, ich kenne mich in der Tierwelt so super gut aus. Okay, so ein Pelikan gibt es nicht. Aber das andere, Pelipper, das ist auch ein Pelikan, das hat einen viel größeren Mund, bis eine riesige Mundtasche, was so richtig creepy aussieht. Na, keine Ahnung, auf jeden Fall, die Family ist komplett. Und wir haben auch ein Tukanon. Bingo! Eine Kanone. Das körpereigene Gas und seinen Schnabel explodieren. Er furzt in seinen Mund, okay. Coole Fähigkeit. Um Samen zu verschießen. So wird das ein bisschen sexuell. Selbst große Felsen kann es damit zerstören. Okay, wenn es ihm Spaß macht. Von mir aus. Ist ja cool. Und? Schnabelkanone? Ach,
cool, natürlich. Vergiss mal irgendeinen Schwachsinn. Habe ich Schwachsinn hier? Gut, Schnabel, Schnabelkanone. Das hat 35. Das hat 100. Das ist ein bisschen mehr mathematisch gesehen. Also, weg der Schnabel. Und her mit der Schnabelkanone. 1, 2, 3 und schwupps, hat er's vergessen und ich kann bisschen rumballern. Das will ich ganz, ganz gerne sehen. Ich muss eh wieder zurück. Riesenpilz. Mega. Und da kann ich mir irgendwas angucken. Oder so ein Schrein oder sowas. Naja, gut dann. Ziehen wir uns mal die Schnabelkanone rein. Gott, was für ein vielgesetzt Pelipper. Ein Lidian. Ich sag's dir, irgendwas finden wir ein wildes Lidian. Dann brauchen wir nicht unser Lidibar nehmen und entwickeln, denn irgendwas sind wir sowieso in Freiwildbahn. Ich sag's ja. Ein Flying Ladyboy. So. Eine Phase. Ganz vorsichtig, Kollege. Wieso brennt er jetzt? Egal. Schnabelkanone. Ist das eine Feuerattacke? Das wollte ich jetzt wissen. Bericht? Das war schon ein Flug, aber das sah jetzt ein bisschen feurig aus. Vielleicht verschärft mit dem Pyrium Z, könnte sein, keine Ahnung. Ist ja mega. Okay, haben wir die 13 Minuten mal wieder voll. Aber ich würde gerne wissen, wo ist denn dir vorbei? Nee, es muss ich mit dir kämpfen. Aufreißen mit sich natürlich nur von seiner besten Seite zeigen. Gucken wir uns hier nochmal das letzte Eckchen an. Oh, Instagrammable. Nee, Unabrin, Claudia, folge ich heraus. Ein Radikal. Oh. Ein normales Radikal. Gott, dieser Schrei. Aber sie freut. Ach süß. Okay, Vogel. Dann. Zertrümmer es mal. Au. Nochmal. Super dran. Alles wird ein bisschen weh. Na, geht. Es geht. Gibt Schlimmeres. Bei Hyperzahn damals schon ziemlich stark war, das weiß ich noch. In der ersten Generation. Ein Reitschuh. Ach cool. Wahrscheinlich auch ein normales Reitschuh. Dieses nicht sonnengebräunte. Ne, das ist das ganz normale leicht gebräunte. Ist ja cool. Okay, geben wir mal ein bisschen Gas, denn ich will nicht kaputt gehen. Dynamische Maxi-Flamme. Uruk-Zuk-Kip. Haut aber nicht so rein. So. Epischer Flammendance. Und Vogel setzt dynamische Maxi-Flamme ein. Ja, war ein Versuch wert. Dann noch eine normale Nitro-Lade, wenn ich es überlebe. Gut, guten Schlag. Wir wählen mit dem Popo, Verteidigung sinkt. Aber wenn ich jetzt gut treffe, das hätte etwas besser gehen können. Statik wirkt, ich bin paralysiert. Nicht so gut. Oh. Das war's. Und tschüss. Aber wir haben zumindest gesehen.
Okay, dann machen wir weiter mit Chakas. Chaka Chaka. Gut, die ganzen anderen, die brauchen entweder ganz lang zum Entwickeln oder entwickeln sich gar nicht oder wirken sich erst durch Tausch. Das heißt, dann werden wir uns ein bisschen mal auf Check erst konzentrieren mit dem Leveln. Oder weiter mit Schnurribur. Weil ich glaube, das wird erst ab 36 oder 32 erst wieder was. Mal gucken. Und ich glaube, Pampas war auch irgendwo da in der Nähe. Level Cap mäßig gesehen. Zu viele Fangspunkte wieder. Wahnsinn. Das war wohl nicht die beste Seite von mir und meinem Team, aber erst einmal ein Selfie mit dem geilen Hintergrund. Das würde ich auch ganz gerne machen. Das sieht so cool aus. Wahnsinn. Wunderschöne asiatische Architektur. Beautiful. Okay, komme ich hier irgendwie rein? Irgendwas? Vorsichtig. Das war wieder klar. Gut, das erforschen wir noch. Wieder mal ein Ladyboy. Den brauchen wir aber nicht, also weg hier. Oder vielleicht zum Trainieren. Bisschen schläfrig. Warum denn? Stampf mal ein bisschen herum. Stampf macht munter. Nochmal. Ich wollte mir echt ein bisschen überlegen, ob ich hier nicht ein bisschen trainieren soll. Also ein kleines bisschen, vielleicht alle auf 30 oder so. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Denn wenn ich im Bus einsteige, dann wird sie direkt straight zum. Gut, erstmal zum Berg gehen, aber dann vom Berg hochgehen, wenn die dann auch so stark sind. Wenn ich am Berg oben bin, dann bin ich fast schon ziemlich kaputt. Und dann noch das Herrscher-Pokémon, beziehungsweise dann die ganzen Trainer noch. Hauhuli, Mauhuli, Bergdingsbums. Werde mich dann ziemlich kaputt machen, wenn ich unterlevelt bin. Check jetzt 920. Ja, die meisten sind eh ziemlich auf einem guten Weg dahin. Eisenabwehr, warum? Mal gucken, was bringt das? Amida stärkt den Körper, um den Verteidigungswert stark zu erhöhen. Das wäre gar nicht so blöd, wenn es stark erhöht wird. Kann ich auf irgendwas verzichten? Dampfwalze vielleicht? 60, 95. Dampf. Tun wir mal das weg. Also ich brauche relativ selten so wertesteigende Sachen, aber wenn es stark die Verteidigung erhöht oder stark den Angriff erhöht, dann ist es ziemlich cool. Könnte ich gleich mal einsetzen, Eisenabwehr. Gegen auf Jackass, natürlich auf ihn sonst. Oh, das sieht cool aus. Der Wall. So, und... Wirkungslos, sehr gut, nicht sehr effektiv. Ist ja Hammer. Da komme ich erst sehr weit. War das ein wilder Kampf oder war das ein Trainerkampf? Ah gut, ein wilder Kampf, super. Wusstest du schon gar nicht mehr. Der eine ist zumindest down gegangen. Ist hier noch irgendwas? Vorsichtig gucken. Nö. Über die Ecke ist bestimmt irgendwas. Dann gehen wir doch hin und dann gehen wir ganz schnell raus. Und während des Kampfs gegen Arenestro, oh Gott, ich fliege gleich wieder. Das ist ein starker Bastard. Dann macht mein Pferdchen ein bisschen nass. Und das mag er nicht, habe ich gehört. Überlege ich mal, ob ich jetzt ein bisschen trainieren sollte. Ah! Stimmt, das habe ich ja gesehen. Dieses Funkelteilchen. War nicht noch ein Funkelteil?
Ah ja, genau, ich denke, da werde ich gar nicht hingehen können, denn da steht bestimmt Lilly rum und sagt, wo gehst du denn hin? Du musst zur Bushaltestelle. Ach, ein nerviges Mädel. Und das ist uns auch, das sieht ein bisschen aus, als wäre das ein Höhleneingang oder sowas. Aber nö. Da ist nix. Das ist auch nix. Ich kann auch keinen Bissback rufen zum Rumschnüppeln. Wow. Gut, gut, gut. Das war auch noch so ein kleines Fleckchen, genau. Obwohl da hinten weiter gar nicht. Gut, dann machen wir das noch. Da braucht vielleicht doch wieder ein kleines bisschen länger, wie gewohnt. Ja, da waren ja auch noch ein paar Trainer, die gehe ich jetzt mal. Und dann fast in den nächsten rein, super. Vorsichtig vorbei. Das war klar. Was haben wir hier Schönes? Ein Quapupsel. Nein, danke, Sir. Ich habe schon. Nein, ich habe schon die Waschmaschine. Was will ich denn noch mit dir? Erstmal right in my face mit seinen nicht vorhandenen Händen. Wie will er mir eine runterhauen? Er hat doch keine Hände. Macht er immer stärker mit Schlag zu Schlag? Wie sich das zieht? Ja, komm, ja, passt schon. Boosten, boosten, boosten. Und tschüss. Nein. Das macht doch kaum noch Schaden. Lass es doch. Please. Leave me alone. Komm schon. Diese ganze Animation ist da 3 Stunden. Super. Taktischer Rückzug nennt man das. Nicht weglaufen von dem Kampf. Nein. Gleich wieder taktischer Rückzug. Ein Little Minip hatten wir auch schon. Ich denke mal, da wird es nicht recht viel mehr geben. Ist nur so ein kleines Gebietchen. Ein Babygebietchen. Und er kommt, super. Trotz Paralyzed. Ich will nur gucken, ob es irgendein Item oder sowas gibt. Muss ich ein bisschen aufpassen. Da ist was, das war's zum Angeln. Puh, gut gegangen. Grassamen. Wozu brauche ich das? Ich bin noch ein Mann, ich kann selbst Samen produzieren. Vorsichtig. Das wird zu blöd. Aber ich irgendeinen Schutz? Ich denke mal nicht. Wutkicks. Hält alle Startprobleme eines Pokémon, das ist super. Gibst du einen Samen eines Pokémon zu tragen, setzt es ihn ein, wenn ein Grasfeld aktiv ist und erhöht dadurch seine Verteidigung, okay? Ich denke mal, da muss ich so durch. Ohne Probleme. Dann gucken wir hier noch vorsichtig vorbei. Vorsichtig. Jawohl, er dreht sich. Hab ich ein Glück. Puh. Gut, dann würde ich auch schon machen, wir noch die 2 Trainer. Ich denke mal, der eine ist gar keine Trainerin, oder? Bist du eine Trainerin? Bist du ein Trainer? Bist du ein... Komm schon, Fleckmann. Hier können wir jetzt schön ausruhen und nicht kämpfen. Okay. Dann kommst du ja. Dann haben wir alles erledigt. Na, wo ist er? Wo ist er? Na, wo ist er? Na? Kuckuck! So. Zeit für ein Erinnerungsfoto. Jetzt müssen wir noch schnell verlieren. Oder du? Ein Urlauber? Jo, sieht so aus. Der Ulf, sein Pokémon. Das geht ja ratzfatz hoffentlich. Ui, ist eine Billigkatz. Ach, cool. Echt eine ziemlich coole Idee, dass die ganzen Urlauber die alten Pokémon da haben. Wahrscheinlich Urlauber von den alten Regionen. Das ist echt eine coole Idee. Aber gut, das wird jetzt auch nichts, denn mit ihm kann ich jetzt keinen Blumentopf mehr gewinnen. Warum ich immer einen Blumentopf haben möchte.
Flying Reaper, kannst du was machen? Mal gucken. Ist eine kleine Katze. Wenn da der Baby-Ausgeier kommt, mal gucken. Ob da was geht. Brustbieter. Kannst du knicken? Da wird nichts gesenkt. Da wird nur gepflückt. Na komm her. Ich komm doch schon. Bams. Brachte ziemlich viel. Geht nochmal. Sind wir mit 5 Stoß. Mietze fällt die Krallen aus, das ist auch super. Macht noch gar nicht so wenig Schaden. Und ich? Könnte besser gehen. Einmal findet hinter. Alles durchprobieren. Ach, das kann sie auch. Sieh die Katze. Ja, sind auch ein Unlicht-Pokémon. Wird aufzuwirken. Einmal Furienschlag. Gut, normal gegen normal Unlicht. Wird auch nicht gerade so viel reißen können. Ein Versuch zumindest mal. Wenn ich drankommen würde. Danke. Er wird einfach ab. Super. Das ist ein Er, genau. Das ist ein Mann. Hier ist Snowbilly Cut. Habe ich noch irgendwas zum Aufladen? Bestimmt irgendein Sprudel. Bist du das? Jo, Flying Reaper, das bist du. That's you. Ich hoffe mal, dass er es nicht ausmacht. Ne, finde. Das hätte ich vielleicht überleben können, aber man weiß ja nie. Sind vielleicht die Katzen, wenn die Krallen ausfahren? Da weiß man nie. Wieso macht er zwei Hühner? Noch eh nichts mehr. Und tschüss. 1038. 27. Ich habe so wenig Angriff mit ihm, das ist echt schlimm. Und noch ein Knocker. Ne, da bleiben wir dabei. Auch noch als Knocker. Genau, da gibt es auch so einen Alola-Knocker. Das sieht ziemlich komisch aus. Mal pflücken, ich denke mal, wird eher Windstoß mehr bringen, auch wenn es derselbe Typ ist. Oh. Er pumpt sich ab. Windstoß. Alles mal probieren. Klingt ein bisschen weniger. Raserei. Jetzt rastet er komplett aus. Bringt aber nicht gerade viel. Oder zumindest ihm nicht so viel. Flicker. Er wird schon langsam, der ist schon down. Er rastet wieder ein bisschen aus. Und noch ein kleines bisschen. Das ist ein Baby-Raserchen. Kleines Baby-Rasengarn. Und er rastet wieder ein bisschen komplett aus. Oh, sieht man schon ein bisschen mehr. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, nach Eigenpflück ist fast alles weg. Okay, noch einmal. Eins Risiko. Jawohl. Puh, das war knapp. Da kriegst du eine ganz besondere Pflege. Wie, was zum, wie kann das sein? Und ganz viel Geld. Erstmal ein bisschen durchputzen. Gott, du siehst wieder aus. Völlig verdreckt. Erstmal alles weg hier. Da so ein bisschen an der Pfote oder Flügel, besser gesagt. Dann deine kleinen Babyglatze und dann eine Schale, Schrägstrich, Windel. So, jetzt siehst du gut aus. Na gut, ist jetzt Ansichtssache, aber sieht ganz gesund aus. Und was will ich mehr? Na? Wer ist der Schönste? Wer ist der schönste Ausreiher? Wer frisst immer die ganzen Kadaver? Wer frisst die toten Kadaver? Ja, du, genau. Schon süß irgendwie. Creepy, aber süß. Schöne Kombination.
So, und jetzt haben wir das ganze Gebiet auch fertig. Genau, du warst ja gar kein Pokémon drin, du warst nur einer, der ein bisschen chillen möchte. Auch wenn Flegmon immer noch chillt, ist da noch irgendwas. Und der ein Secret sein. Nö. Da ist kein Secret versteckt. Hier ist auch nichts, wo er rumgestanden hat. Nö. Okidoki. Gut, dann haben wir die ganze Karte auch schon fertig, beziehungsweise dieses ganze kleine Gebietchen. Um es weiter geht's. Und ich überlege gerade immer noch, soll ich jetzt ein bisschen trainieren? Könnte ich eigentlich schon machen. Okay, dann machen wir es einfach mal so. Ich trainiere mal die ganze Rasselbande hier bis auf Level 30, aber es ist nicht mehr so viel zu tun. Mal gucken. Du bist schon Level 28. Also hier noch 2, dann noch 1, dann noch 3. Da passt, dann noch. Okay, brauche ich jetzt noch Hannibal eigentlich? Mal gucken. Also wenn, dann 7. Und hier noch 4. Passt zu ihm. 4. Er ist ein Geist-Pokémon. Passt perfekt. Okay, dann machen wir mal ein bisschen eine kleine Offscreen-Training-Session. Das kann ja auch nicht schaden. Damit die Pokémon auch mal ein bisschen vorangehen hier. So. Okay, gut. Dann würde ich sagen, das war's von diesem Part von Let's Play Pokémon Mond. Wieder mal ein bisschen mehr von der Story. Wir wissen, auf den Hakuhuli-Berg oder wie der hieß, können wir die nächste Prüfung starten. Da fahren wir ganz schön mit dem Bus hin. Auch wenn wir ein flugfähiges Glurak haben oder ein reitfähiges Bisbug bzw. ein reitfähiges Tauros. Aber hey, wir werden ganz gechillt mit dem Bus hin. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht ganz weiß. Aber gut. Wir fahren mit dem Bus hin, machen die Prüfung und dann geht es weiter mit der großen epischen Inselwanderschaft hier auf Ula Ula. Na, so heißt Insel. Ist das ein dummer Name? Ich will nach Pony, das klingt so cool. Aber gut, erstmal auf der fernöstlichen Insel Ula Ula weiter mit den Inselabenteuer. Also, danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal bei Let's Play Pokémon Mond und noch einer weiteren wunderschönen Trainingssession. Also, bis dann. Ciao.